Was wollen Sie für die Juwelen? Sie sind richtig alt, glaube ich. Sagen wir doch $2. Schluss mit dem Unsinn! Hier wird nichts verhökert, was mir gehört! Ja, sagen wir 1,50. Verkauft! Patrick, die kannst du nicht verkaufen! Papa, hör auf zu nörgeln. Jeder hat etwas zum Familienflohmarkt beigesteuert. Oh, nach so etwas habe ich gesucht. Ah, nein! Was soll das Ding kosten? Nein! Hm. Hey! Oh, was Süßes zum Schlecken. Dieser neumodische Daumen zum Beispiel ist ein Souvenir aus dem alten Rom. Oh. Und zu der Zeit war ich noch ein muskelbepackter junger Hüpfer. Boah. Hey Opa, was hast du denn? Was siehst du da? Ich sehe das Muschelseum. Ich war der Muschelseum-Clown. Der wohl gefährlichste Job in ganz Rom. Schwupp. Aber an diesem Tag konnte mich die Hohlbirne austricksen. Oh, er hatte schrecklichen Mundgeruch. Plötzlich drohte mir die Todesstrafe. Das Urteil war einstimmig und es sah nicht gut für mich aus. Ich wusste, jetzt hatte mein letztes Stündchen geschlagen. Ich brauchte einen Plan und zwar schnell. Wir wollen sie haben für den rostigen Nasenhaarzieher. Das ist kein Nasenhaarzieher. Das ist eine Zahnziehzange aus meiner Zeit als mittelalterlicher Zahnarzt. Das ist Mr. Boots. Er ist mein königlicher Wachdrache. Öffne bitte dein Maul für den netten Mann, Mr. Boots. Wir sehen uns dann nachher, mein Backenzähnchen. Ich hoffe doch. Roddy will auch ein Küsschen. Und immer Zahnseide benutzen. Und deshalb wird diese Zange nicht verkauft. Das wird nicht verkauft. Unverkäuflich? Nicht zu verkaufen. Auch nicht zu verkaufen. Der nächste Schlaumeier, der hier meine Erinnerungen anrührt, wird gebissen. Sagen Sie, wie viel verlangen Sie? Was haben Sie Zement in den Ohren, meine Dame? Meine Sachen sind nicht zu verkaufen! Ich bin nicht an Ihrem Kram interessiert, aber Sie interessieren mich schon. Ah, oh, was? Wir sind auf der Suche nach einem neuen Opa. Nicht wahr, Billy? Ja, kann sein. Lass los! Denn unser alter Opa macht schlapp. Ich gebe Ihnen $50, wenn Sie unser neuer Opa werden wollen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Mein Opa, Pat, ist nicht zu verkaufen. Was sagen Sie zu $50 und etwas Leckerem zum Schlecken? Oh, ein Lolli. Oh. Ah, mit Tapioca-Geschmack. Verkauft! Wir sehen uns, Familie Star. Auf mich wartet ein besserer Ort. Mit einem Pool.